richtig drin? Ja, ne? Ja. Das sieht so groß aus, aber ich kann da gar nicht rüber. Hm. Ach, da ist noch Gemälde. Das hilft mir jetzt aber auch richtig weiter. Ich habe gerade voll keinen Plan. Okay, hier kann ich noch was machen, aber womit denn? Das lässt mich ja das nicht mit dem Rasiermesser. Ah, mit der Axt vielleicht. Nein. Ja, sag mal. Aber mit der Axt vielleicht das Brett. Ah, jetzt kann ich darüber. Die Hände müssen einander loslassen, um die Tür zu öffnen. Eine Hand fehlt, ein Ring. Okay. Spezialobjekt. 20, fehlen nur noch 16. Yay. Du weißt nichts. Ich habe mir das Videoband angesehen. Hör auf, da auf meinem Journal immer rumzulaufen, du ekliges Vieh. Ich habe mir das Videoband angesehen und weiß, wie man das Schloss des Weißen Hauses öffnet. Ich muss die zwei Schlüssel so drehen, dass eine Sonne und ein Mond erscheint. Okay, ja, habe ich ja gemacht. Wimmelbild. Dreieck, dreimal Kleberstiefel, Flasche, Pfeil, Unkrautvernichter, Handschuh, Genen, Sichel, Vorhangschloss, Handtasche, Spachtel und Waage. Handtasche. Oh, wir gehen wirklich langsam die Dinge aus, die Themen. Alles erzähle ich euch auch, ne? Könnt ihr vergessen. Ja, einer hat mal zu mir gemeint, mein Dialekt hört sich so ein bisschen an, als würde ich aus dem Osten kommen. Und da kann ich sagen, nein, komme ich nicht. Also, meine Stiefmutter kommt aber aus dem Osten. Und da haben sich halt so ein paar kleine, ja, so ein paar kleine Wörter mit eingeschlichen in den Sprachgebrauch. Ich bin geborene Pelzerin. Ich versuche aber, das einigermaßen zurückzuhalten mit meinem Rumgepfälzern, weil sonst versteht er mich vielleicht am Ende gar nicht. Gar nö. Das ist sowas, was ich mir von ihr halt abgeguckt habe. Ist gar nö. Aber ja. Hab schon immer in der Pfalz gelebt. Werd wohl auch in der Pfalz sterben. Was gar nicht mehr so lange dauert, ich bin ja schon so alt. Ja, ich kriege immer gesagt, du bist nicht alt. Aber ich fühle mich halt so furchtbar alt. Ich kann nichts dafür. Verdächtiges Schweigen. Ja, also wie gesagt, Pfälzer und ich habe auch jetzt nicht unbedingt vor, groß meinen Pfälzer-Dialekt raushängen zu lassen. Wurde mir auch schon gesagt, ja, das ist halt Persönlichkeit, das macht dich individueller, aber ja, ich weiß halt auch nicht. Individuell schön und gut, aber was bringt mir das, wenn ihr halt nicht so viel versteht. Ja, auch, dass ihr da Spaß dabei habt und ja, wie kann man Spaß haben, wenn man es nicht hat? Mir auch schon LP angesehen, halt richtig bayerischer Akzent oder halt richtig Osten und ja, wenn ich halt nichts verstehe, was habe ich dann von einem LP? Wenn ich jetzt nicht selbst aus der Region komme, klar, wenn ich jetzt selbst ein Bayer wäre oder so, dann wäre das was anderes, aber ansonsten
Da schraube ich das doch lieber ein bisschen zurück und gehe mehr auf meine Abonnenten und Zuseher ein. Nicht jeder Zuseher ist ja auch ein Abonnent. Und ich möchte euch ja nicht ausschließen. Und jetzt brauche ich noch einen Pfeil. Ach, schon wieder ein Pfeil. Ja, Entschuldigung, wenn ich hier mal so ein bisschen rumschniefe, aber ich hoffe mal, dass da doch nichts kommt. Dass es vielleicht nur so ein leichtes, angedetschtes ist. Also falls ich mal irgendwie ein Wort fallen lasse, ich denke da ja auch nicht immer dran, so wie Heckewelsch oder sowas. Und ihr versteht nicht, was ich meine, dürft ihr auch ruhig fragen. Habe ich kein Problem mit. Es ist öfters, wenn ich mal mit Freunden rede, die jetzt relativ, ja, die eigentlich so gar keinen Dialekt haben und vielleicht auch gar nicht hier aus der Gegend kommen, habe ich öfters mal Probleme mit der Verständigung. Da habe ich denen auch gesagt, wenn du was nicht verstehst, frag einfach. Schreiß da keinen im Kopf ab. Weil es bringt ja auch mir nichts, wenn sie mich anlächeln und freundlich nicken, aber überhaupt keinen Plan haben, wovon ich gerade erzählt habe. Ist ja auch doof, ne? Ein Pfeil. Ich sehe hier nichts Pfeiliges. Ach doch, da auf dem. Ich habe sie schon die ganze Zeit gesehen, meinte, ich wäre drauf gekommen, dass es da ist. Oh, ich bin ja so blöd. Unkrautvernichter und eine Spachtel. Na, jetzt kann ich ja hier endlich mal. Ja, Efeu, stirb. Wobei ich persönlich Efeu gar nicht als Unkraut empfinde, muss ich sagen. Ich mag Efeu. Ja. Eine Puppenhand im Sicherungskasten. Hier kriegst du, wo ist da hier, dein Ring. So, endlich. Da mein Spezialobjekt Nummer 21. Yay! Verschlossen, ich brauche einen Schlüssel, den ich nicht habe. Ich kann ja auch nichts mitnehmen. Es ist eine Puppe, die aussieht wie Sam. Entferne sie von den Schläuchen. Ich muss hier ein Kreuz platzieren. Ach, jetzt muss ich drei Kreuze suchen. Ah, tolle Wurst. Ah, dafür habe ich das Zahnrad, was ich die ganze Zeit schon mit mir rumschleife. Und dafür kriege ich jetzt ein Draht und einen Schlüssel. Ah, geht ja flott hier. Und da kriege ich schon mein erstes Kreuz. Und geheimer Maschinenschlüssel. Entschuldigung. Setze ich hier erstmal das Kreuz ein und kriege meine Sam-Puppe, die überhaupt nicht so aussieht wie die, wo da eben gehangen hat. Ja, ganz toll. Der Direktor des Waisenhauses hat Sam an eine seltsame Maschine angeschlossen. Er dachte, er könne so Sams paranormale Fähigkeiten absaugen. Etwas ging schief und Sam wurde in zwei Hälften geteilt. Jimmy und ein böser Clown. Ach, na tolle Wurst. Das heißt, der Clown ist ein Teil von unserem Mann. Na, außer die Waldfee. My lovely Mr. Singing Club. Ach, du hast was gefunden. Türschlüssel. Das Puppenhaus hat... Moment, ich muss gerade mal ganz geschwind husten. So. Das Puppenhaus hat mir gezeigt, wie der Entführer Sam an eine Maschine angeschlossen hat, um seine Fähigkeiten abzusaugen. Irgendetwas ging schief und Sam wurde in zwei Personen gespalten, in Jimmy und in den Clown. Ja, die hat jetzt eigentlich wortwörtlich das aufgeschrieben, was er gesagt hat. Na toll. Chanal ist ja irgendwie nutzlos, wenn man ein bisschen aufpasst.
Oder muss man das wenigstens nicht lesen? Was ist das denn noch? Ein Schloss. Und wie üblich fehlt etwas. Was für eine Überraschung. Schau, Jimmy und der bizarre Clown stehen neben einer seltsamen Maschine. Wir müssen dort hinein. Also, das habe ich gar nicht erkannt. Wenn du das nicht gesagt hättest. Aber ich habe bestimmt nichts dabei. Doch, habe ich. Ich weiß noch nicht, wie man dieses Puzzle löse. Finde, was du benötigst. Vielleicht mit dem Gemälde? Nein. Ja, irgendwie ist es auch wie Schummeln, was mir ja leid tut, aber... Ach. Ja, irgendwie... Keine Ahnung. Das ist irgendwie ein cooles Bild. Ach, was war das eben? Komisches Geräusch. Irgendwas wurde auf die Wand gemalt. Ich muss die Punkte abkratzen, sodass ich sehen kann. Das ist ein komisches Geräusch. Was soll denn das darstellen? Das Bild wird mir helfen, die Tür zu dem Raum mit der seltsamen Maschine zu öffnen. Ach, wird es das? Ach so, die Frage, muss das dann so aussehen wie auch da auf dem Bild, oder? Richtig gerade kann ich das aber auch nicht machen. Aha. Also es ist erst richtig, wenn es aufleuchtet. So. Jetzt müssen wir zum Clown und zu Jimmy. Du bist zu spät, um den Jungen zu retten. Er wird schon bald tot sein. Jimmy hat schon immer meine Pläne durchkreuzt. Diese Maschine hat ihn geschaffen und sie wird ihn auch vernichten. Sag das nicht, begreifst du nicht, dass du Sam bist, Jimmy? Und du seid zwei Hälften deiner Persönlichkeit. Das waren wir. Wir sind es aber nicht mehr. Meine Familie ist tot, genau wie der Direktor des Waisenhauses. Ich habe ihn persönlich getötet. Ach du meine Güte. Du irrst dich. Kim ist am Leben. Au, au. Oh, Krampf. Meine Schwester am Leben? Aber ich dachte, das macht nichts. Ich wäre lieber allein, sodass mir niemand in die Quere kommt. Daniel, was geht hier vor? Das ist jetzt irgendwie gruselig. Hilf mir. Nein, ich bin derjenige, der überleben wird. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sam, ich bin hier, um dir zu helfen. Gib nicht auf. Ja, bitte hilf mir. Bring mich nach Hause. Starte die Maschine und beende es. Hier haben wohl die weisen Kinder gespielt, zumindest bis man diese Maschine aufgestellt hat. Heißt das, das wäre dann das Ende? Mir fehlen aber noch ganze...